Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute eine neue Map für euch, und zwar ein Safehouse. Und das befindet sich dann hier. Auf der Karte wäre es dann diese Position. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das gute Stück einfach mal an. Hinterausgang haben wir auch. So wie ein Keller. Alles auf jeden Fall da. Gut, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen und einmal auspacken. Wenn wir das dann ausgepackt haben, haben wir diese Map. Sollte noch minus Main oder Master hinterstehen. Das muss natürlich entfernt werden. Und ja, jetzt müssen wir nur noch den Namen hier einmal kopieren. Gehen dann hier in die Server-CFG und müssen das Ganze hier nur noch starten, speichern und wiederum schließen. Jetzt gehen wir noch in den Resource-Ordner und ziehen einfach diesen Ordner in den Resource-Ordner. Anschließend müssen wir jetzt nur noch den Server neu starten und wir haben die Map erfolgreich installiert. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and